Hallo, hallo. Ich fahre jetzt zum Testzentrum und lass mich testen. Und hoffe natürlich, dass es negativ ist, weil ich muss dann noch zum Arzt meine Krankmeldung abholen, wenn es negativ ist. Und dann werde ich den Tag ein bisschen besser gestalten können als gestern auf jeden Fall. So, jetzt bin ich auch mittlerweile schon zu Hause. Ich habe einen negativen Schnelltest bekommen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Genau, das heißt, morgen kann ich auch schon wieder zur Schule und meinen ganz normalen Alltag weiter. Als ich nach Hause kam, habe ich mein Handy noch schnell geleert. Ich hatte um die 12.000 Bilder und Videos insgesamt und jetzt sind es nur noch 9.500 ungefähr. Und das ist schon mal sehr gut, denn ich habe Speicher gebraucht. Ich weiß nicht, ich finde trotzdem 128 GB gehen total schnell voll. Und ja, jetzt habe ich aber Platz geschaffen für Videos, damit ich dann mehrere Sachen drehen kann. Denn gestern hatte ich schon wieder tatsächlich Probleme gehabt mit dem Speicherplatz. Jetzt wird es aber nett so sein. Ich habe mir was bei Douglas bestellt. Das ist heute angekommen. Das habe ich mir alles bestellt. Das ist einmal ein Geschenk für meine Oma. Das ist dasselbe Parfüm wie das. Das ist mein Lieblingsparfüm und das habe ich mir auch schon zum zweiten Mal jetzt bestellt. Dann sind hier noch Proben drin. Das habe ich mit dem Code bei Douglas geholt. Da war nämlich etwas drin, was ich ausprobieren wollte. Dann war noch so eine Probe drin. Mehr. Ah, hier ist noch eine Probe. Perfekt. Genau, mehr ist da jetzt nicht drin. Nur noch ein Gutschein. Und dann war da noch so ein 5-Euro-Gutschein bei einem Einkaufswert von 29 Euro. So, das sind die Proben. Die Hälfte verwende ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur das Parfüm probieren, beziehungsweise die drei, da ich gucken wollte, wie süß das ist. Denn ich kann leider keine süße Düfte benutzen, da ich davon Kopfschmerzen bekomme. Ohne Witz, ich habe noch nie einen schlimmeren Teppich gesehen als meinen. Er sah mal total kuschelig aus. Er war auch mal total kuschelig. Und jetzt ist er einfach nur mega eklig, anstrengend. Weiß ich nicht. Also den durchzusaugen, oh, dafür braucht man Jahre. Vor allem ich mit meiner Schuppenflechte. Jetzt habe ich den mal gewaschen, getrocknet im Trockner. So sieht er aus. Also auf Kamera kommt er nicht mal so blöd rüber, habe ich so das Gefühl. Aber ja, hier wieder sieht man halt, dass er sich total verformt. Heute habe ich auch noch vorgenommen, die Tasche auszusortieren, da, ja, wenn ich unterwegs bin, dann sammeln sich da halt ganz viele Sachen an. So, die Tasche ist leer und ich werde sie jetzt wieder befüllen mit meinen ganzen Sachen, die ich eigentlich so täglich brauche, wenn ich unterwegs bin. Das ändert sich aber ab und zu mal wieder, da ich einige Sachen auch für die Schule brauche. Also, die Tasche ist super, finde ich, weil sie mehrere Fächer hat. Und in der großen Tasche befinden sich auch schon zwei Fächer. Und zwar hier noch eine kleine Tasche und so ein Cardholder, würde ich mal sagen. Ins kleine Fach hier werde ich Kleingeld und ja, so einen Zehnerschein reinlegen, weil ab und zu braucht man doch Bargeld. Zum Beispiel auch für eine Parkschein. Auf jeden Fall, man weiß Bescheid. Okay. genau, da lege ich halt so 50 Cent rein, 1 Euro, 2 Euro, sowas halt. Okay, ich mach's zu. Weil mir fällt das sonst immer gerne mal raus. Dann meine Bankkarte, Führerschein, Ausweis und so, weil ich mag das gar nicht, so ein Portemonnaie noch mitzuschleppen, wenn hier schon so ein Cardholder drin ist. Genau. So, das lege ich rein. Mein Ausweis ist in der Jackentasche.
Okay, das ist in Ordnung, weil die Jacke ziehe ich dann ja sowieso an und dann kann ich das direkt. Da machen, wenn ich die Jacke anziehen. Muss ich jetzt nicht extra runterrennen? Perfekt. Dann natürlich Schlüssel, darf nicht fehlen. Und Maske. Meistens braucht man ja jetzt sowieso eine Maske nur noch zum Arzt. Und beim Arzt ist es bei uns so, dass man eine FFP2-Maske braucht. Deshalb lege ich sie einfach vorne rein in die kleinere Tasche, also in diesen Teil der Tasche. Und noch Taschentücher braucht man auch. Boah, hier sind viele drin. Mag ich nicht, weil das dann so dick ist. Ich lasse immer nur so drei, zwei Stück drin. Das reicht auch vollkommen aus. Ist ja nur zum Notfall. So, dann Airwaves. Was ich auch noch gerne drin habe, sind diese Fisherman's Friend ja, Bonbons. Hier stehen Pastillen. Okay, nehmen wir es so hin. Und auf jeden Fall Lippenbalsam. Mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Autoschlüssel kommt dann sowieso. Es kommt immer drauf an, mit welchem Auto ich fahre. Das war es jetzt eigentlich auch. Mehr brauche ich persönlich nicht. Und jetzt habe ich auch wieder Ordnung hier drin, weil es da anders aus. So, und wenn wir schon dabei sind, Taschen zu sortieren, ich habe einen kleinen Sortierwahn, also ich sortiere regelmäßig Sachen aus. Das ist sehr schlimm. regelmäßig ist zwar gut, aber bei mir wird es manchmal schon zu oft. Also vorne habe ich einen Taschenrechner drin und Taschentücher. Taschentücher ist ein Muss in der Schule. Und hier sind noch Bio-Schnipsel. Ich musste die mal mitnehmen. Und alle Schnipsel lege ich immer dort rein. Also was bei mir immer drin sind, sind Karteikarten. So einen kleinen Kamm, obwohl ich eigentlich auch noch einen anderen mitnehme. Ein Geodreieck und eine Parabel. Genau, das habe ich immer drin, weil ab und zu schreibe ich mir was auf Karteikarten auf, um es besser zu merken, wenn wir eine Freistunde haben und ich lerne. Dann ein College-Block. Ab und zu braucht man weiter. Ich arbeite ja mit iPad, deswegen kommt dann auch immer jeden Morgen mein iPad noch rein mit Ladekabeln. Aber ein Block ist doch mal sehr nützlich. Hier ist alles drin: Textmarker, Kuli, Bleistift, dünne Feinliner, Tippex. Was man halt so braucht. Oh, ich habe hier eine kleine Tasche und ich hoffe, da ist kein Schmuck drin. Ist kein Schmuck drin. Ab und zu lege ich einfach meinen Schmuck irgendwo hin und dann finde ich es nicht. Genau, also das ist jedes Mal drin. Regenschirm aus dem Auto. Papa hat sich gefragt, wo der bleibt. Papst, der ist hier. Ganz wichtig, so eine Notfalltasche. Sieht das gefährlich aus, aber hier ist tatsächlich ein Fusselroller drin, wegen meinem Teppich. Ein Deo, ein Lippenbalsam, dann Haargummis und eine kleine Handcreme. Fun Fact: Ich hasse Handcreme. Ich hasse Cremes generell. Und nee, mag ich gar nicht. Und ganz wichtig natürlich Desinfektionsmittel. Ja, das war's eigentlich. Was auch noch ab und zu mal mitkommt, das kommt aber ganz drauf an. Eine Haarklammer. Ja, und mein Tangle-Teaser. Und Masken. Ersatzmasken habe ich auch hier drin. Sonst ist da nichts drin. Ich möchte mir jetzt noch eine Zitronenlimonade machen. Genau, hierfür braucht man 2 bis 3 Zitronen. Ich habe jetzt 2, die habe ich halbiert und entkernt. Die lege ich jetzt rein. Dann braucht man 500 Gramm kaltes Wasser und 100 Gramm Zucker. Mein Tipp, nimmt 50 bis 60, 70 Gramm.
schmeckt am besten? Also ich mache jetzt glaube ich 60 oder so, wie es halt reinkommt, aber nicht mehr als 70, weil dann ist es wirklich viel, viel, viel zu süß. Und es soll ja noch gesund sein. Ich habe 65 drin. Nee, das ist perfekt. Mehr braucht man nicht. So, jetzt wird's laut. Das war's aber noch nicht. Ich will jetzt nochmal 500 Gramm Wasser. So, nachdem er jetzt ein bisschen gemixt hat, nochmal 500 Gramm Wasser. Und laut dem Rezept hier ist es schon fertig, aber nicht für mich. Ich beende das Ganze. Jessie! Und ich werde das nochmal für... Ich werde das jetzt nochmal für 5 Sekunden, oh mein Gott, 5 Minuten, da wird ja voll die Brühe sein. Jessie! Lisa! Bitte! So, das Ganze ist jetzt fertig, ich werde es abfüllen. Hier rein. So, mein Bruder ist jetzt da. Hallo. Und er möchte auch probieren. Deswegen schenke ich uns mal ein. Aber er kennt's. Ich finde es einfach nur super, nachdem man erkältet war, diesen Zitronensaft zu trinken, weil da ist viel Vitamin C. Nach der Erkältung ist es super und während der Erkältung. So, Daniel, wie war's? Gut. Gut. Hat echt lecker geschmeckt. Aber der muss noch ein bisschen stehen bleiben. Ja. Und abgekühlt werden. Weil so richtig kalt ist er eigentlich auch lecker. Dann schmeckt's besser. Dann schmeckt's besser. So, ich habe eben schon mein Video geschnitten. Mir fehlt nur noch das Ende. Aber ich verabschiede mich jetzt, denn heute Abend wird nicht mehr viel passieren. Ich werde nur noch meine Hausaufgaben machen, mich Bett fertig machen und schlafen. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr zugeschaut habt. Ihr könnt mich gerne abonnieren und einen Like geben. Bis dann. Ciao.